Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Katja Ebling. Ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der Volkswagen Stiftung zu unserer heutigen Public Lecture, also zu unserem heutigen öffentlichen Armvortrag mit dem Thema Titel Klimawandel, kriegen wir die Kurve? Fragezeichen. Das Thema interessiert offensichtlich viele. Ich freue mich sehr, dass ich so viele von Ihnen hier begrüßen kann und ich hoffe, dass auch Sie auf den Rängen dort oben die Veranstaltung gut durchstehen. Dann viele von Ihnen, glaube ich, das frage ich doch mal vorab, sind bestimmt wegen Mujib Latif hier, der uns gestern leider krankheitsbedingt absagen müsste. Aber wir haben hier gerade so viele Experten vor Ort, dass wir ihn problemlos ersetzen konnten durch einen wirklich ebenbürtigen Referenten, Professor Markus Reichstein, der auch noch jung und dynamisch hier gleich die Bühne erobern wird. Also falls es jetzt Enttäuschte gäbe, die könnten jetzt kurz den Saal verlassen. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht. Bleiben Sie hier bitte. Das Thema Klima, Klimawandel, das bewegt uns, glaube ich, alle hier in den letzten Wochen, Monaten in Deutschland. Klima, Klimawandel, Klimapaket, alles rund ums Klima. Wir können es täglich in den Medien lesen. Wir haben die Aktion von Fridays for Future jetzt ganz neu auf der Tagesordnung hier bei uns in Deutschland. Extinction Rebellion, die auf den Klimanotstand hier aufmerksam machen und mit Aktionen halt hier kommen, weil sie sagen, so Fridays for Future, das allein reicht nicht mehr, um hier unseren Planeten, die Erde zu retten. Also wir müssen mit anderen Mitteln auf uns aufmerksam machen und Veränderungen tatsächlich bewirken. Deshalb der sehr spannende Titel heute Abend, Klimawandel, kriegen wir die Kurve? Fragezeichen. Das hoffen wir doch sehr. Diese Konferenz hier, jetzt muss ich einmal auf meinen Zettel gucken, mit dem Titel, es ist eine Herrenhäuserkonferenz der Volkswagen Stiftung, die hier 140 Experten aus über 30 Ländern zusammenbringt, die über extreme Wetterereignisse forschen, dazu publizieren, sich austauschen und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der Frage, wie kann es uns gelingen, resiliente Gesellschaften zu bauen oder ja quasi widerstandsfähige Gesellschaften zu bauen. Wie gehen wir damit um? Wie stellen wir uns darauf ein? Das darauf einstellen ist natürlich die eine Sache, aber wichtig ist, glaube ich, auch alle, dass wir es erst gar nicht darauf ankommen lassen, sondern dass wir einfach versuchen, jetzt einen Schritt in die Richtung zu gehen, das auch wirklich zu verhindern. Dass nicht nur wir, glaube ich, darüber reden, wie wichtig das ist, jetzt was zu tun, dass jeder von uns einfach guckt, wie er aus seiner Komfortzone rauskommt. Jetzt sage ich natürlich noch was zu Herrn Reichstein, aber weil er ein so bewegtes Forscherleben hat und so viel tut, muss ich das ablesen. Eine Sekunde. Also, jetzt, hier geht's los. Professor Markus Reichstein ist wissenschaftlicher Direktor des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena. Er beschäftigt sich dort mit dem komplexen Zusammenspiel von Faktoren und Einflüssen, die das Klima auf globaler Ebene bedingen. Er ist einer der weltweit führenden Forscher, die sich mit dem Thema befassen. Herr Reichstein hat Landschaftsökologie an der Universität Münster studiert und an der Universität Bayreuth promoviert, wo er auch wissenschaftlicher Mitarbeiter war. Dann darf ich Sie vielleicht schon mal auf die Bühne bitten, Herr Reichstein. Ich habe selbst gelesen, dass Sie sich auch beschäftigen mit künstlicher Intelligenz. Und da, wer jetzt hier öfter unsere Veranstaltung besucht hat in diesem Jahr, wir ja diesen Schwerpunkt künstliche Intelligenz haben, ist natürlich für mich die spannende Frage, inwieweit spielt künstliche Intelligenz beziehungsweise Systeme künstlicher Intelligenz in diesem Bereich extreme Wetterereignisse, Klimaveränderungen eine Rolle oder was kann man dort erwarten, was kommt da gegebenenfalls an Lösungsvorschlägen. Vielleicht dazu so zwei, drei kurze Sätze? Ja, in der Tat könnte ich dazu eine Stunde oder so erzählen, weil das tatsächlich ein Thema ist, das uns seit etwa 10 Jahren auch beschäftigt, wie wir aus
Erdbeobachtung, Satellitendaten, Beobachtung von Messstationen und Ökosystemen, wie wir daraus Erkenntnisse über das Erdsystem gewinnen. Und wir sind inzwischen der Meinung, wenn wir Klimamodelle auch stärker an die Daten anbinden und stärker mit künstlicher Intelligenz verbinden, dass wir letztendlich das Erdsystem sehr viel besser verstehen können und letztendlich die Klimamodellierung auch noch revolutionieren können damit. Ja, vielen Dank. Dann sollten wir Sie vielleicht in 1-2 Jahren wieder hier einladen und dann sind Sie einen Schritt weiter und erzählen uns, was Sie dann rausgefunden haben. Dann darf ich Sie schon mal bitten, sich da am Pult einzurechten. Ja, in dieser Runde möchte ich das gerne mal nutzen, dem tollen Team der Volkswagen Stiftung für Ihren permanenten Einsatz auch hinter den Kulissen zu danken und auch der Technik hier im Hause. Und jetzt wünsche ich Ihnen da einen spannenden Abend und ich hoffe, dass uns die erschütternden Daten, was habe ich aus den Keynotes hier mitgenommen, 1,5 Grad Erderwärmung macht schon so viel aus und alles andere ist teilweise irreversible. Also ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass wir nicht nur hören, sondern handeln. Und vielleicht kriegen wir hier Anregungen mit. Ja, vielen Dank für die sehr nette Einführung. Und mir tut es natürlich auch leid, dass ich multiplativ hier nicht hören kann. Wir haben zusammen zwar auch die Konferenz vorbereitet, aber ich hätte natürlich auch gern mal wieder einen Vortrag von ihm gehört. Tut mir leid, ich darf sehr schöne Grüße ausrichten von ihm. Und was ich noch anbieten kann, ist, glaube ich, keine Ebenbürtigkeit, aber ich kann Ihnen die Expertise noch anbieten von Frau Ruth Delzeit. Sie ist nämlich auch aus Kiel, Institut für Weltwirtschaft, die insbesondere, denke ich, in der Diskussion, so haben wir uns geeinigt, sicherlich diese Frage vielleicht auch nochmal weiter beleuchten kann, weil diese Frage, kriegen wir die Kurve, ist letztendlich zumindest 50% eine Frage natürlich der Gesellschaft und der Ökonomie. Und ich selbst bin Naturwissenschaftler und muss mir insofern da auch dann teilweise eben anhören, was die Kollegen Ökonomen zum Beispiel sagen. Aber ich möchte Ihnen einen kleinen Überblick geben über das Erdsystem und natürlich in dem Zusammenhang Klimawandel und komme dann auch auf gesellschaftliche Prozesse wie Friday for Future, was denn das eigentlich bedeutet und wo wir da letztendlich im Moment stehen. Zunächst einmal das System Erde. Das ist ein faszinierendes System, welches organisiert ist über 17 Größenordnungen von Nanometern bis 40.000 Kilometern, hierarchisches System. Und was es so besonders macht, ist letztendlich, dass es ein komplexes System ist, dass dort biologische, chemische und physikalische Prozesse zusammenwirken in diesem komplexen System. Und es ist, nach allem Wissen, was wir haben, ein einzigartiges System. Das heißt, es gibt nur eine Erde. Das hat sehr weitreichende wissenschaftliche Konsequenzen auch, nämlich wir können keine großartigen Experimente machen mit der gesamten Erde. Wir haben keine mehreren Versuchskaninchen sozusagen, sondern wir müssen uns eben oft auch auf Erdbeobachtung, einfach auf die Beobachtung, was passiert, auf natürliche Experimente dabei verlassen. Die Erde ist eben ein System und viele von Ihnen werden das auch kennen, dass man sozusagen dann das System analysiert in Form von verschiedenen Sphären, die Atmosphäre, die Biosphäre, dann die Ozeane und dann die Kryosphäre, das Eis. Und die bilden eben ein System, weil sie, vergessen natürlich ganz wichtig den Menschen, der heutzutage eben auch schon aus dem Weltall sichtbar ist, wie man hier an dem oberen Halbkreis sehen kann, die Lichter der Erde in der Nacht, die sind ganz deutlich jede Nacht sozusagen durch ganz normale Fernerkundungssatelliten auch zu sehen. Und diese unterschiedlichen Sphären, also das letzte war sozusagen dann die Anthroposphäre, die interagieren eben miteinander, die wechselwirken miteinander, indem sie einerseits Gase austauschen, zum Beispiel Treibhausgase wie CO2 und Wasser, und auf der anderen Seite Energie miteinander austauschen, zum Beispiel die Sonne strahlt auf die Erde ein, die Erde wärmt sich und strahlt dann Energie wieder ab. Und da sind wir jetzt schon bei der Wechselwirkung zwischen Landoberfläche und Atmosphäre. Und bei dem Treibhauseffekt, wo ich Ihnen vermutlich auch nicht allzu viel Neues erzähle, aber um das nochmal in Erinnerung zu rufen, der Treibhauseffekt letztendlich ist zunächst einmal ein natürlicher Effekt. Die Sonne strahlt kurzwellige Strahlung auf die Erde ein. Diese kurzwellige Strahlung erwärmt die Erdoberfläche und eine warme Oberfläche sendet dann wieder langwellige Strahlung zurück ab. Und diese langwellige Strahlung wird teilweise durch bestimmte Gase, wie zum Beispiel Kohlendioxid, Wasserdampf, Stickoxid und Methan, teilweise absorbiert.
Und das ist sehr gut so, denn dieser natürliche Treibhauseffekt bringt uns sozusagen eine mittlere globale Temperatur von 15 Grad Celsius statt minus 18 Grad Celsius, die wir hätten, wenn wir keine Atmosphäre, keine Luft um die Erde hätten. Nun haben wir aber eben Veränderungen in der Zusammensetzung der Atmosphäre. Wir haben mehr Kohlendioxid, mehr Methan in der Atmosphäre und damit sind wir dann jetzt beim Treibhauseffekt, der durch den Menschen verstärkt wird. Wir haben mehr Gas und dadurch wird mehr von der langwelligen Strahlung in der Erdsphäre sozusagen gehalten. Und das heißt mit anderen Worten, durch diesen zusätzlichen Treibhauseffekt haben wir eben eventuell in ein paar Jahrzehnten eine Durchschnittstemperatur von nicht mehr plus 15, sondern plus 20 Grad. Ich hatte die Gase erwähnt. Woher wissen wir, dass das an den Gasen liegt? Und da muss ich an dieser Stelle auch nochmal eine Lanze für die Wissenschaft brechen und für die Langzeitbeobachtung, denn das wissen wir letztendlich nur, weil es wirklich heroische Wissenschaftler in dem Fall aus den USA gibt, die schon in den Ende der 50er Jahre angefangen haben, das Tag für Tag oder Monat für Monat zu messen. Wie viel Kohlendioxid haben wir denn in der Atmosphäre? Und dadurch haben wir diese Kurve, genau die jetzt, die auch in Wikipedia eben schon zu finden ist, die uns einfach zeigt, dass der Kohlendioxidgehalt über die letzten 50, 60 Jahre stetig und auch sich verschnellernd ansteigt. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir jetzt diese Grundlagenwissenschaft nicht hätten und diese Beobachtungen, die zunächst einmal aus Neugier auch stattfanden, nicht hätten, dann wären wir jetzt in dieser Situation. Dann würden wir einfach nichts wissen. Was sehr viel interessanter ist, und da sind wir schon beim ersten wissenschaftlichen spannenden Puzzle sozusagen oder Rätsel, welches dann auch wichtig ist für gesellschaftliche Prozesse, wenn wir jetzt einfach unsere Emissionen einfach aufaddieren würden und in die Atmosphäre schieben würden, wenn wir das berechnen würden, dann würde eben nicht diese Kurve rauskommen, sondern eine noch viel steilere Kurve. Das heißt, da geht irgendwie Kohlendioxid verloren in der Atmosphäre. Das ist die eigentliche wissenschaftliche Frage im Moment. Warum ist die Kurve nicht so steil, wie sie sein würde, wenn wir einfach die Atmosphäre wie eine Badewanne sozusagen betrachten und dann das Kohlendioxid einfach reintun. Und dazu kann man eben sagen, soweit ist die Forschung schon, dass eben ein Teil unserer Emissionen verbleibt zum Glück nicht in der Atmosphäre, sondern verbleibt etwa zu einem Viertel in den Ozeanen, diffundiert in die Ozeane hinein und zu einem anderen Viertel wird es durch Wälder und Wiesen aufgenommen durch Photosynthese und verbleibt dann in der Biomasse oder im Boden. Die große Frage natürlich ist, helfen uns die Ökosysteme und die Meere in der Zukunft weiter, diesen Treibhauseffekt oder diesen Anstieg von Kohlendioxid quasi zu halbieren? Und da sind wir jetzt schon bei wissenschaftlichen Fragestellungen, wo es schon etwas unsicherer wird. Das zeigt diese Grafik, die letztendlich hier anzeigt, wie geht es weiter mit der CO2-Aufnahme durch Landökosysteme. Im Moment haben wir eben hier diese leichte Aufnahme. Sieht man aber, dass einige von den Kohlenstoffmodellen, Klimakohlenstoffmodellen sagen, das wird sich irgendwann umkehren. Das heißt, es wird nicht CO2 aufgenommen, sondern es kommt noch zusätzliches CO2 in die Atmosphäre aus den Ökosystemen, also der Treibhauseffekt wird noch weiter verstärkt. Das nennt man positive Rückkopplung, das kann zum Beispiel durch Auftauen von Permafrost passieren oder durch Wälder, die absterben. Aber es gibt auch andere Modelle, die sagen, nee, das geht munter weiter sozusagen und wir haben also recht starke Aufnahmen weil es den Pflanzen zum Beispiel besser geht, wenn sie mehr Kohlendioxid haben. Das sind immer noch relativ, es sieht jetzt so aus, als wüssten wir gar nichts. Ne? Und das ist aber wichtig, ich denke, es ist wichtig zu zeigen, wo denn eigentlich Unsicherheiten liegen. Es ist aber auch wichtig zu zeigen, was wir wissen. Und
Man kann das einschätzen, was wir wissen. Das sind jetzt hier 10 Petagramm Kohlenstoff. Die heutigen Emissionen sind aber schon größer. Und wenn wir jetzt noch weiter ansteigen, spielen diese 10 Petagramm letztendlich nicht mehr so eine große Rolle. Am Ende ist das System ganz eindeutig, das zeigen alle Modelle, getrieben letztendlich davon, wie viel emittieren wir an Kohlendioxid in der Zukunft. Das ist hier gezeigt in dieser Abbildung. Wir haben hier einfach die Gesamtemission, die seit 1870 stattgefunden haben, und hier die Temperaturänderung, die vorhergesagt wird. Verschiedene Szenarien, emittieren wir viel oder wenig. Am Ende bleibt es mehr oder weniger linearer Zusammenhang. Je mehr wir emittieren, desto größer wird auch die Temperaturänderung. Und ob wir eben 2100 hier landen oder hier landen, hängt eben davon ab, bei welchem Szenario wir uns befinden. Also was wir machen, das ist ein Szenario mehr oder weniger immer weiter so. Und das wäre eben ein Szenario, wo wir auf Kohlendioxidemissionen versuchen zu verzichten. Und die Unsicherheit über diese Rückkopplung, die ich gerade eben kurz erwähnt hatte, bezüglich der Landatmosphäre, die sieht man schon auch hier in diesem roten Band. Ne? Also das ist sozusagen hier, wenn wir jetzt zum Beispiel beim 1,5-Grad-Ziel sind, das heißt, wir können aufgrund dieser Unsicherheit nicht ganz genau sagen, wie viel wir emittieren müssen. Aber wir wissen, es gibt eine Grenze, und die liegt nach dieser Abbildung eben zwischen 500 und 1000 Petagramm. Und wenn man jetzt sieht, das sind die Emissionen seit Anfang der Industrialisierung, wir sind jetzt bereits hier, also entweder haben wir es schon quasi erreicht, oder wir haben etwa die Hälfte erreicht. Und das ist natürlich die andere Frage mit Unsicherheiten. Ja, wollen wir wirklich das extreme Risiko gehen, oder wollen wir nicht eher auf Nummer sicher gehen und sagen, ja, wir müssen aber eigentlich mit dem Szenario rechnen, was eben konservativ ist. Das ist jetzt die globale Mitteltemperatur, die sich um 1,5 oder es gibt das 2-Grad-Ziel, wenn wir nichts machen, eher um 4 Grad verändert. Was bedeutet das denn eigentlich? Das ist natürlich erstmal eine ziemlich abstrakte und eigentlich letztendlich statistische Zahl. Und deswegen ist es sicherlich gut, das mal ein bisschen in den Kontext zu setzen. Was bedeuten 2, 4 oder 6 Grad Celsius? Das hat der Stefan Ramshoff auch sehr schön gezeigt in dieser Abbildung. Letztendlich kennt ja jeder die Eiszeiten, da hatten wir eben letztendlich etwa 3 bis 4 Grad kälter als jetzt, mit deutlichen Konsequenzen. Das heißt also, es geht letztendlich hier bei 4 Grad um den Unterschied zwischen einer Eiszeit und dem heutigen, beziehungsweise dem heutigen und einer Heißzeit, wie es ja auch in der Presse durchaus genannt wurde. Das ist der eine Aspekt, also das 2 Grad klingt vielleicht nicht viel, und 3 Grad und 4 Grad, es ist, hat aber deutliche Konsequenzen. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist und entscheidend ist, ist eine globale Mitteltemperatur, wirkt sich sehr unterschiedlich regional aus, und insbesondere kann man also hier sehen bei dem, sagen wir, Business-as-usual-Szenario, also wenn wir einfach so weitermachen, dass gerade die Landoberflächen und insbesondere auch die nördlichen Breiten, dass diese sehr viel stärker sich erwärmen im Vergleich zum Ozean und im Vergleich zu der globalen Mitteltemperatur. Ganz entscheidend auch, wird oft auch nicht so richtig beachtet, ist aber meiner Meinung nach ein viel wichtigerer Faktor, wenn wir über globale Klimaveränderungen reden. Es ist eben nicht nur die Erwärmung, sondern es ist insbesondere die Veränderung der Niederschläge, die wir erwarten, die aber auch deutlich unsicherer sind. Aber was zum Beispiel immer wieder rauskommt in Modellen, dass die Regionen, die jetzt schon trocken sind, wie mediterrane Systeme, dass die noch trockener werden und damit natürlich Pflanzen und Gesellschaften ganz deutliche Probleme bis hin zu Verwüstung bekommen können. Auch das sind nach wie vor globale Veränderungen im Mittel. Und das ist ja letztendlich auch noch nicht das, was Ökosysteme und Menschen letztendlich spüren, sondern sie spüren ja eher die aktuellen Bedingungen.
Und da habe ich auch schon auf dieser Tagung dieses Bild gezeigt, weil man das an dem Bild sehr schön klar machen kann. Das ist Rosmarin und ich bin großer Fan von Rosmarin, aber ich habe ein Problem. In Jena kann ich diesen Rosmarin jedenfalls nicht so groß ziehen, wie ich es gerne möchte. Und das liegt nicht an der Mitteltemperatur in Jena, aber es liegt auch nicht im mittleren Niederschlag in Jena, sondern es liegt daran, dass alle 5 bis 10 Jahre der sibirische Frost nach Jena kommt aus dem Osten, dann haben wir minus 20 Grad und dann war es das. Dann stirbt die Pflanze ab es ist letztendlich vorbei, obwohl sie vorher gut gewachsen ist. Das heißt, Klimaextreme sind ein ganz entscheidender Faktor dafür, wie sich Ökosysteme und Gesellschaften in der Zukunft entwickeln werden. Und ich denke, viele haben das jetzt im letzten Jahr, also 2018, auch hautnah miterlebt. Da ging es um Existenzen von landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland, vor allem in Nord- und Ostdeutschland. Zeitungsartikel noch und nöcher natürlich zu dem Thema. Natürlich auch die Schifffahrt war betroffen, Transport war betroffen von Benzin und so weiter und so fort. Generelle Wasserknappheit, teilweise durfte kein Wasser mehr entnommen werden aus den Flüssen und so weiter und so fort. Und letztendlich ist das auch etwas, was wir inzwischen objektiv beobachten können. Da sind wir so ein bisschen beim Thema künstliche Intelligenz, Big Data. Die Europäische Raumfahrtagentur, die ESA, European Space Agency, beobachtet inzwischen die Erde sehr regelmäßig und hoch aufgelöst und hat hier sozusagen in Echtzeit mehr oder weniger zeigen können, was dieser eine Monat Trockenheit bewirkt hat in Mitteleuropa. Also eine komplette Erbraunung sozusagen der Landschaft. Und das große Problem ist, dass die... Der Punkt letztendlich ist, dass so ein Extremsommer wie 2018 voraussichtlich unter dem Klimawandel eher zum neuen Normal wird. Vielleicht nur eben ganz kurz, hier sind also dargestellt Ereignisse in Bezug auf Hitzewellen in dem Falle, die heute eine Wiederkehrzeit von 20 Jahren haben, also die alle 20 Jahre auftreten, die werden letztendlich zum Beispiel hier also Ende des Jahrhunderts quasi jedes Jahr auftreten. Das wird also normal, vieles, was wir heute als extrem erleben, wird normal sein. Das Gleiche kann man für Trockenheit machen. Da sehen Sie wieder die Regionen, die besonders stark davon betroffen sind. Und das ist auch sehr robust, unabhängig letztendlich von den Indikatoren, die man da verwendet. Also extreme Ereignisse, Trockenheit, Hitzewellen sind entscheidend. Das ist letztendlich auch jetzt in dem Weltklimaratbericht nochmal deutlich geworden. Hier hat man sozusagen versucht zu verstehen, wie groß sind denn eigentlich die Risiken durch Klimawandel durch verschiedene Prozesse oder auf verschiedene Systeme. Hier haben wir also zum Beispiel extreme Wetterereignisse, wo wir jetzt schon in einem Bereich sind, wo wir Risiken haben, wie wir alle jährlich in den Nachrichten auch verfolgen können. Aber wenn es eben wärmer wird, dann werden diese Risiken noch entsprechend größer, beziehungsweise ganz besonders gefährdet sind eben auch Systeme, die jetzt schon an gewissen Grenzen sind, metaphorisch dafür sicherlich der Eisbär in dem Kontext. Was aber auch wichtig ist, und das zeigt hier auch wieder, dass es natürlich schwer ist, ganz exakte Aussagen zu treffen. Das sind hier Übergänge. Und was diese Abbildung sagt, es ist nicht 1,5 oder 1,6 oder 1,7. Es gibt keine klare Grenze. Aber was richtig ist, jedes Zehntel Grad, was wir an mehr Erwärmung haben, das heißt mit anderen Worten, jede Tonne CO2, die wir mehr ausstoßen, birgt höhere Risiken in der Zukunft. Das ist das Entscheidende. Das sind immer noch abstrakte Zahlen, deswegen
hätte ich ihn gerne oder würde ich ihn gerne diesen Wetterbericht einfach aus dem Jahr 2050 präsentieren. Wir haben nur leider beim Technikcheck festgestellt, dass es da ein Kompatibilitätsproblem gibt, zumindest was das Audio angeht, ja, aber offensichtlich jetzt auch. Gucken Sie einfach mal, googeln Sie einfach Wetterbericht 2050, vielleicht noch Deutscher Wetterdienst dazu. Da kriegen Sie von Sven Plöger einen Wetterbericht für das Jahr 2050. Da kriegen Sie einen Eindruck, wie das tatsächlich aussehen kann. Natürlich können wir das Wetter nicht genau vorhersagen für 2050, aber mögliche Wetterszenarien sind dort sehr eindrucksvoll und eben leider realistisch beschrieben mit Hagel, Stürmen und Superzellen, die zu Flutereignissen führen und so weiter und so fort. Leider funktioniert es nicht. Ich denke, ich bin vermutlich ein bisschen langsam, deswegen werde ich mal diese Folie überspringen. Wie eine Uhr? Nee, keine Uhr. Und ich mache nur einen kurzen Kommentar. Wenn wir jetzt über extreme Ereignisse sprechen, haben wir eben auch hier das Problem, dass es sich um komplexe Systeme handelt, dass es nicht nur eine Wirkung gibt, sondern dass es eben in dem System viele Auswirkungen gibt, die miteinander wechselwirken. Und nur vielleicht als ein Beispiel, zum Beispiel die Mortalität, also die Sterberate, die während der russischen Hitzewelle entstanden ist, die entsteht eben einerseits durch den Stress, durch Hitze auf den menschlichen Organismus, aber insbesondere auch durch die Luftverschmutzung, die wiederum durch Vegetationsbrände und so weiter entstanden ist. Das sind jetzt Beispiele oder viele Beispiele, auch der Wetterbericht, das wäre ein Beispiel aus Deutschland gewesen und ich denke, man sollte an dieser Stelle nicht vergessen, dass tatsächlich die größten Klimawandeleffekte gar nicht auf der Nordhemisphäre stattfinden. Das sind hier die gelben Bereiche, die noch einigermaßen okay sozusagen sind, sondern die roten Bereiche, das ist eben vor allen Dingen Afrika und Südostasien, die eben sehr viel stärkere Klimawandeleffekte erleben werden, was natürlich dann auch geopolitische Konsequenzen wieder für uns haben wird. Ein Beispiel, das denke ich auch sehr eindrucksvoll ist, wenn wir über Flüchtlingskrisen sprechen, vor allem, die finden nicht nur statt nach Europa, sondern auch insbesondere innerhalb von Ländern. Da sehen wir also hier, dass also Leute, die ihre Heimat verlassen müssen, dass das stärker ausgelöst wird durch Katastrophen, durch natürliche Faktoren und inklusive Klimawandel, als durch Konflikte und Kriege, die untere Linie. Okay, versuchen wir ein bisschen zu den Lösungswegen zu kommen. Und an dieser Stelle wird sicherlich gerne oder oft auch gerne die sogenannte Geoengineering als Lösung propagiert. Und den Zahn muss ich leider auch weitestgehend ziehen. Also Geoengineering ist, wir verändern irgendwas auf der Erde, sodass wir sozusagen unsere Effekte wieder rückgängig machen. Ein sehr populäres Beispiel, auch vom Nobelpreisträger Paul Crutzen vorgeschlagen war, dass man letztendlich die Sonnenabstrahlung abschwächt, indem man, ähnlich wie das die Vulkane machen, Aerosole, Sulfate in die Stratosphäre bringt und damit die Sonneneinstrahlung abschwächt, was dann natürlich zu einer Abkühlung führt. Letztendlich sind aber diese ganzen, vor allen Dingen die eben auf diesem Strahlungsmanagement beruhen, haben deutliche Probleme. Wir haben eben ein komplexes System, wie ich schon am Anfang gesagt habe, und beim komplexen System stellt sich die Frage, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, welche Nebenwirkungen haben wir denn? Und zweitens, letztendlich im Zusammenhang damit, handelt es sich halt eher um Symptombehandlung bei dem Ganzen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir strahlen lassen die Sonne weniger einstrahlen. Das hat einerseits bezüglich Nebenwirkungen, hat das extreme Nebenwirkungen, das zeigen Modelle, auf die Niederschlagsverteilung auf der Erde. Das ist was anderes, ob wir die Sonne quasi aussperren oder ob wir die Strahlung von der Erde wieder rauslassen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge und das zeigt sich in Modellen, dass das auch in dem System andere Effekte hat. Zweitens, wenn wir die Sonne einfach aussperren sozusagen und trotzdem das CO2 ansteigt, haben wir trotzdem noch
Zum Beispiel Ozeanversauerung. Das Problem haben wir damit nicht gelöst. Wir haben nur ein Symptom gelöst, aber nicht das Gesamtproblem gelöst. Und mit der Ozeanversauerung geht natürlich einher Nahrungsketten im Ozean und auch entsprechende Nahrungsmittelproduktion. Also Geoengineering ist definitiv kein Allheilmittel und sollte mit sehr viel Vorsicht genossen werden. In dem Zusammenhang würde ich gern erwähnen, die Volkswagen Stiftung ist ja auch einer der Gründer der Idee Limits to Growth, welches jetzt inzwischen sich ein bisschen erweitert hat zu den sogenannten planetaren Grenzen. Das Klimaproblem ist nur ein Problem, das ist hier der Klimawandel, aber wir haben eine Reihe von anderen Problemen, die teilweise gut gelöst wurden, wie zum Beispiel der Ozonabbau. Aber Überdüngung mit Stickstoff, Verlust von Biodiversität sind andere Probleme, die letztendlich auch mit dem Gesamtsystem zusammenhängen und mit unserem Wirtschaften auch zusammenhängen. Also wenn man jetzt irgendwelche Geoengineering macht und nur Klima, das Klima betrachtet, dann hat man die anderen Probleme damit nicht gelöst. Insofern bleibt uns letztendlich nichts anderes, als diese Beziehung hier zu akzeptieren und dass wir unsere Gesamtemissionen ändern müssen, wenn wir den Klimawandel sinnvoll und nachhaltig begrenzen wollen. Das ist wirklich auch sehr klar beschrieben in dem letzten Bericht vom Weltklimarat, wo letztendlich steht, Pfade, die diese Ziele widerspiegeln, würden die globale Erwärmung nicht auf 1,5 Grad begrenzen, selbst wenn sie nach 2030 noch durch sehr anspruchsvolle Steigerung des Umfangs und der Ziele der Emissionsminderung ergänzt würden. Können Sie bitte das Mikrofon mehr zu... Pardon, ja. Das ist letztendlich der Punkt, wir müssen jetzt handeln und der zweite Punkt ist, dass wir bis 2050 mehr oder weniger müssen wir mit den Emissionen bei Null landen. Das zeigen die verschiedenen Szenarien, weil nur so können wir sozusagen erreichen, dass wir diese 500 bis 1000 Gigatonnen nicht überschreiten. Und was auch ganz klar ist, das sind die entsprechenden ökonomischen Analysen. Es gibt verschiedene Ziele, das Ziel zu erreichen. Insbesondere Änderungen auf der Verhaltensseite, also wie wir wirtschaften und Energieeffizienzmaßnahmen können dabei entscheidend sein. Und es sieht gar nicht so schlecht aus, was bestimmte Dinge angeht. Und es gibt wirklich Gründe zur Hoffnung, was die aktuelle Entwicklung angeht. Und ein Beispiel ist wirklich die Energierevolution in Bezug auf erneuerbare Energien. Insbesondere ist es so, dass Solarenergie, Photovoltaik, inzwischen günstiger ist und wirtschaftlicher ist, als Kohle zum Beispiel und Gas und so weiter. Also die technologische Entwicklung ist jetzt schon so weit vorangeschritten, dass diese Energieträger kompetitiv sind. Und die Hoffnung ist natürlich, dass sich dieser Prozess letztendlich verstärkt. Das ist hier sozusagen gezeigt. Hier, das geht ja letztendlich für viele Prozesse. Man muss erst ein bisschen investieren und Deutschland hat das ja zum Beispiel auch gemacht, dass man zum Beispiel Solarenergie, Windenergie gefördert hat oder auch noch tut. Und sobald man dann so eine gewisse Klippe erklommen hat, läuft das System dann von alleine weiter. Das ist so eine Anschubfinanzierung, wenn man will, für solche Dinge. Und das ist genau das, was im Moment passiert, aber was stärker natürlich noch unterstützt werden muss. Wie gesagt, zu mehr kann Ruth Delzeit mit Sicherheit zu dieser Thematik dann auch noch aus ökonomischer Sicht sagen. Ich würde jetzt gerne noch kurz auf Einschätzung der Gesellschaft eingehen. Wie sieht das eigentlich die Gesellschaft? Was sind die Meinungen dazu, gerade unter Entscheidungsträgern? Ich habe einen ähnlichen Vortrag für die Friday for Future gehalten
um den letztendlich zu zeigen, sie haben ganz viele Unterstützer in der Gesellschaft. Und ein Unterstützer ist vielleicht überraschend. Das ist das World Economic Forum. Das sind die reichen und mächtigen Leute, die sich ja jedes Jahr in Davos treffen. Die Herrschaften machen Umfragen unter sich, unter anderem, was denn die größten Bedrohungen sind. Und in den letzten 6 Jahren waren extreme Wetterereignisse bzw. Klimawandel stets unter den ersten, wichtigsten 2 Bedrohungen in den nächsten Jahrzehnten. Und selbst 2019, wo man ja sagen kann, naja, da gibt es ja auch Handelskonflikte, geopolitische Konflikte, die vielleicht als wichtiger eingeschätzt werden. Selbst dort, selbst jetzt und gerade jetzt 2019 sind letztendlich diese natürlichen, oft klimabezogenen Probleme als die höchsten Risiken eingeschätzt worden. In der Risikoabschätzung geht man oft natürlich danach, wie wahrscheinlich ist etwas und wie groß ist die Auswirkung. Und natürlich möchte man etwas insbesondere verhindern, was sehr wahrscheinlich ist und auch eine starke Auswirkung hat. Und ohne jetzt zu weit ins Detail zu gehen, in der oberen linken Ecke, also größte Wahrscheinlichkeit, größte potenzielle Auswirkung, auch hier von den Wirtschaftsbossen sozusagen gesehen, sind die Extremwetterereignisse erkannt worden als entscheidendes Problem. Es wird auch gesehen, dass dieses System, diese Komplexität des Systems wird auch ganz, ganz deutlich gesehen, indem hier diese verschiedenen Risiken miteinander vernetzt sind, wie zum Beispiel Krise, Ernährungskrisen, Klimaextreme, allgemeiner Klimawandel. Und diese Dinge sind eben letztendlich dann auch verbunden, zum Beispiel mit diesem Fünfeck aus sozialer Instabilität, Migration, also ungewollte Migration, erzwungene Migration und Staatenzusammenbruch oder anderweitige Probleme in verschiedenen Regionen. Also diese Interaktion eben zwischen dem Klima und dem Sozialsystem ist in dem Zusammenhang auch sehr wichtig. Was sagt die Bevölkerung in Deutschland? 74% sagen, Klimawandel ist ein sehr ernsthaftes Problem. Noch die 18% dazu, da sind wir bei über 90%, sagen, es sind ein ernsthaftes oder sehr ernsthaftes Problem. Das Problem ist also erkannt. Und übrigens auch in den USA. In den USA, das ist jetzt dieses Jahr auch gewesen, Schlagzeile aus USA Today, more women say they won't have children because of climate change. Das, glaube ich, brauche ich nicht übersetzen, dass selbst die Familienplanung von Klimawandel letztendlich abhängt und auch in den USA. Die Bevölkerung ist dort genauso betroffen letztendlich. Barack Obama hat das auch sehr gut erkannt. Ich finde, dieser Satz ist wirklich, bringt es auf den Punkt. Wir sind die erste Generation, die den Effekt von Klimawandel spüren kann. Und wir sind die letzte Generation, die noch etwas dagegen tun kann. Es ist aber nicht nur Barack Obama, den wir in Deutschland hier besonders sympathisch finden, sondern es sind auch Personen, die wir vielleicht auch sympathisch finden, vielleicht auch nicht. Aber Jean-Claude Juncker, Chef der Europäischen Kommission, noch bis heute, sagt genau das Gleiche, sagt genau das, was Greta Thunberg sagt. Der Zukunft unseres Planeten braucht Aktion, und zwar jetzt, handeln jetzt, und zwar sofort und schnell. Und er sagt auch, und das finde ich sehr wichtig, es ist keine einfache und auch keine schmerzfreie Reise sozusagen, sondern wir müssen schon überlegen, wie wir das machen, wie wir das sozial verträglich gestalten. Das ist also auch wieder ein komplexes Problem, aber die Wirtschaftswissenschaftler haben sich damit auch schon auseinandergesetzt, wie man effizient soziale Nebenwirkungen abfedert und so weiter und so fort. Es ist aber erkannt auf höchster Ebene. Ich denke, ich mache jetzt wieder noch mal ein bisschen schneller. Da wird die EU-Kommission auch noch mal konkreter in Bezug auf genaue Emissionsziele, auch auf Maßnahmen.
Energieeffizienz, Mobilität, erneuerbare Energien, ist alles in den politischen Dokumenten drin. Es ist alles, was Friday for Future sagt, ist letztendlich schon drin. Und letztendlich der einzige Unterschied ist, Greta Thunberg hat gehandelt. Sie hat die Schule geschwänzt und das ist der Unterschied. Die Erkenntnis ist letztendlich da. Und die Staaten handeln mehr oder weniger. Es gibt ja das Paris-Abkommen, es gibt Verpflichtungen von den Staaten. Es ist ja auch so, nicht so, dass gar nichts passiert. Und die aktuellen Versprechen, sozusagen die CO2-Emissionen zu reduzieren, ist interessanterweise, gibt es also zwei Länder, die sozusagen mit ihrem Versprechen auch ihre Verpflichtung sozusagen einhalten oder die Verpflichtung, das Klima auf weniger als 1,5 Grad Erwärmung zu reduzieren, Marokko und Gambia. Wenn die EU, wenn alle sozusagen so handeln wie die EU in Bezug auf die Reduktion, wären wir halt immerhin in einer Welt, die noch unter 4 Grad Celsius liegt, aber das ist leider schon voraussichtlich mit zu vielen Risiken verbunden. Gut, und dann kann man sicherlich andere Länder natürlich noch stärker kritisieren. Gut, Zusammenfassung. Vermutlich brauche ich das hier auch keinem mehr zu sagen, aber menschengemachter Klimawandel ist ein Fakt, brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren. Was interessant ist, ist, dass es diese Wechselwirkung gibt, dass der Klimawandel im Moment zum Glück abgeschwächt wird durch die Ökosysteme. Was auch wichtig ist, dass es nicht nur um den langsamen Klimawandel in Bezug auf Temperatur geht, sondern dass die größten Risiken durch Extremereignisse auftreten und andererseits durch den Wasserkreislauf, Trockenheiten zum Beispiel. Er ist auch bis zum gewissen Grad nicht mehr zu verhindern. Aber er ist auf jeden Fall zu begrenzen und dabei geht es jetzt letztendlich um Risikominimierung und Anpassung. Das Geoengineering, versuchen an bestimmten Schrauben zu drehen, damit wir nichts machen müssen, ist nicht die Lösung, sondern die Lösung ist letztendlich nur Emissionsreduktion. Und die Situation ist auf politischer Ebene letztendlich eigentlich vollständig erkannt. So ist jedenfalls meine Einschätzung, wenn ich die Dokumente lese. Und ehrlich gesagt, ob wir die Kurve kriegen, was ja die Ausgangsfrage war, die nun der Herr Latifi eigentlich beantworten wollte, hängt meiner Meinung nach davon ab, was wir jetzt machen und das heißt auch, was Sie jetzt machen. Insofern beantworten wir die Frage gemeinsam, indem wir uns entscheiden, wie wir handeln. Damit möchte ich eigentlich enden und mich bedanken bei denen, die hier auch sozusagen beigetragen haben. Dank natürlich an Frau Ebeling und Frau Felchner für die Initiative dieser Veranstaltung, der gesamten Konferenz, aber auch dieser Veranstaltung, auch wenn der Herr Latif eigentlich sprechen sollte. Ja, und ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Einblick sozusagen geben in das Klimasystem und was uns bevorsteht. Und wir können natürlich gerne jetzt noch diskutieren. Und wie ich schon gesagt habe, Frau Delzeit steht auch gerne bereit, entsprechende ökonomische Fragen zum Beispiel zu beantworten. Dankeschön. Ja, Herr Reistein, vielen, vielen Dank für diesen interessanten, spannenden Vortrag. Die Zahlen, die Fakten, die Sie hier nochmal geliefert haben. Wir öffnen jetzt für Publikumsfragen. Vielleicht mögen Sie Platz nehmen und ich würde Ruth Delzeit vom Kieler Institut für Weltwirtschaft als Ökonomin und mit ergänzender Expertise dazu mit auf die Bühne bitten. Genau, Sie kriegen jetzt meinen. Dieses Mikro. So, dann Ihre Fragen. Ja, Herr Stolle mein Name. Und zwar eine Frage, also eigentlich habe ich zwei Fragen. Zum einen hatten Sie gesagt, dass das Geoengineering Ihrer Meinung nach, keine Lösung ist. Sicherlich wird es nicht die Lösung sein, aber ich sehe das ein bisschen so wie so ein bisschen das Schmerzmittel bei einer Krebsbehandlung. Ich meine, es wird oft gesagt, dass wir nicht die Technologien haben oder noch nicht die Fähigkeiten dazu haben.
sei es jetzt aus ökonomischer Sicht oder aus gesellschaftlicher Trägheit, wäre es dann nicht sinnvoll, trotzdem ein gewisses Maß an Geoengineering zu betreiben, um uns mehr Zeit zu verschaffen? Ja, da haben Sie auf jeden Fall recht. Also mein Punkt war letztendlich, um bei Ihrem Vergleich zu bleiben, es ist definitiv kein Allheilmittel, sondern es kann bestimmte Dinge, wenn man sie auch vorsichtig angeht, können uns Zeit kaufen letztendlich. Insbesondere die Dinge, die ein bisschen stärker an der Wurzel des Symptoms ansetzen, sozusagen, nämlich im Kohlenstoffkreislauf, dass wir zum Beispiel Kohlenstoff aus der Atmosphäre entziehen und diese ganzen Dinge. Aber ich würde eben noch mal gerne darauf hinweisen, dass es kauft Zeit, aber es ist keine nachhaltige Lösung. Es ist keine nachhaltige Lösung, weil wir haben diese ganzen anderen Probleme im System und die werden dadurch nicht gelöst letztendlich. Sondern Sie haben schon richtig gesagt, es ist wie ein kleines Schmerzmittel, was aber leider den Tod meistens dann nicht aufhält. Darf ich noch eine zweite Frage stellen? Eine Frage. Würde die Umstellung auf Gasmobilität zur sofortigen, sagen wir mal, Verringerung von CO2 führen? Sie sprechen da auch was Wichtiges an, nämlich die letztendlich die CO2-Intensität von Prozessen. Und in der Tat ist es so, wenn man Gas als Energiequelle verwendet, wird sozusagen pro Energieeinheit weniger Kohlendioxid ausgestoßen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel von Kohle oder von Öl auf Gas umsteigen, bringt das etwas Einsparung im Vergleich zur Kohle. Insofern würde das Problem, oder es ist ein Energieträger, der etwas sauberer ist sozusagen ist in Bezug auf CO2, aber trotzdem hat man immer noch CO2-Emissionen. Und ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau die Faktoren. Ich weiß nicht, ob du dich da besser auskennst. Ja, aber es ist letztendlich ein positiver Effekt sozusagen. Gas ist günstiger aus der Kohlendioxid-Sicht als Kohle oder Öl, aber es ist auch nicht die endgültige Lösung, weil am Ende stoßen wir trotzdem auch CO2 aus. Ja, dann hätte ich gleich noch eine Frage. hatte ich ja schon angekündigt. Und zwar, ich diskutiere oft mit Leuten über Klimawandel und versuche die dann ein bisschen zum Nachdenken zu bringen. Bei manchen klappt es. Bei manchen Leuten, auch Akademiker, auch hoch positioniert, da kommt oft das Argument, ja, wir haben ja noch nicht die Technologien. Als ob sie irgendwie auf den großen Knall hoffen, dass irgendwie von jetzt auf gleich alles weg ist. Und da frage ich mich immer, wie man da argumentativ gegen so eine, dagegen vorgehen kann. Also wie man da Argumente geben kann und sagen kann, nee, es bringt halt nichts drauf zu warten, wir müssen halt auch klein anfangen. Beispiel dieser Diskussion, die ich erst letztens hatte, war Tempolimit 130 auf der Autobahn. Wo dann gesagt wurde, nee, das können wir ja nicht machen. Genau, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Also das eine ist ja, dass wir vielleicht überlegen müssen, auch nachfrageseitig was zu ändern. Also die Technologieseite ist halt ganz einfach, dass wir versuchen bei der Produktion, also beim Angebot von Gütern, CO2-Emissionen zu reduzieren. Und wenn man halt gar nichts machen will bei dem eigenen Verhalten oder gar nicht das System umstellen möchte, dann kann man sagen, wir warten auf eine Technologie und dann kann man hoffen, siehe vielleicht auch Geoengineering, dass wir irgendwann Technologien haben, die super funktionieren. Wir wissen aber auch, wenn wir uns die Grafiken angeschaut haben, dass wir gar nicht mehr so viel Zeit haben zu warten, bis wir jetzt die Supertechnologie haben. Das heißt, dann braucht man Lösungen, die vielleicht nicht ganz nett sind und vielleicht unangenehm sind, aber die jetzt gemacht werden müssen. Also das würde ich, glaube ich, antworten, wenn jemand sagt, wir warten auf die Technologie, die es vielleicht in 20 Jahren gibt und uns dann hilft. Ja, vielen Dank. Das ist an, ne? Ja? Okay. Claudia Kammann, Klimafolgenforschung für Spezialkulturen, Hochschule Geisenheim. Ich habe einmal eine kurze Anmerkung und eine Frage, die um eine Experteneinschätzung sich dreht. Also die kurze Anmerkung ist noch zum Geoengineering. Grundsätzlich stimme ich vollkommen mit Markus überein, was das sozusagen, das ist nicht nur ein Notnagel, das ist eigentlich ein No-Go.
Wenn Sie zum Beispiel über Global Dimming sprechen, wer entscheidet denn, wo weniger Strahlung ankommt? Brauchen wir dafür so eine Art Weltregierung? Stellen Sie sich jetzt vor, Sie sind in einer Weinbauregion, wollen Sie nicht weniger Strahlung haben? Sind Sie vielleicht in Nordafrika, würden Sie es vielleicht schon ganz gern haben? Wer kann das steuern? Wie wollen wir global nachher sowas entscheiden? Also das wäre jetzt einfach so eine Anmerkung, die noch in diese ganze Geoengineering-Diskussion mit reingehört. Meine Frage an Markus wäre, bei diesen ganzen Effekten, was Klimawandel angeht, wir haben ja oft Experteneinschätzungen und mich würde interessieren, was du darüber denkst, ob wir eine sehr konservative Einschätzung haben oder nicht. Denn ich will mal einfach so ein bisschen sagen, den Bolsonaro- und Trump-Effekt, den hat mit Sicherheit keines der globalen Klimamodelle drin. Ja, die sowieso nicht. Die gesellschaftlichen Effekte werden ja eben über diese Szenarien abgedeckt, was uns ja letztendlich diese Handlungsoptionen aufzeigen soll. Aber selbst natürlich, was jetzt diese Rückkopplungseffekte angeht, im Klimasystem ist letztendlich die Frage, sind denn eigentlich in den Klimamodellen schon alle Prozesse berücksichtigt? Und ich habe auch den Verdacht, eigentlich, wenn ich mir die Prozesse angucke, dass eigentlich diese Voraussagen noch relativ konservativ sind. Also weil bestimmte Dinge auch zum Beispiel, also das Permafrost-Auftauen ist auch noch nicht so richtig in den Modellen drin. Oder auch die Effekte zum Beispiel von Extremereignissen auf das Absterben von Wäldern. Das ist auch nicht besonders gut modelliert. Das heißt, diese Effekte, die dann den Klimaeffekt wieder verstärken, sind wahrscheinlich nicht stark genug drin. Das ist so, sagen wir mal so aus der theoretischen Sicht, die Antwort, ja, eigentlich gibt es noch genug Prozesse, die den Klimawandel noch weiter auch natürlicherweise verstärken können. Auf der anderen Seite gibt es relativ viele Anhaltspunkte aus, man kann ja auch Klimawandel in der Vergangenheit angucken und gucken, welche Modelle, es gibt welche, die sind sensitiver, also die sagen stärkeren Klimawandel voraus und andere sagen einen etwas schwächeren voraus. Dass die Modelle doch mit den Daten aus der Vergangenheit, Baumring und so weiter, eigentlich übereinstimmen, die eben diese eigentlich in dieser Mitte etwa liegen von, man nennt das jetzt Gleichgewichtssensitivität, also von etwa 2 bis 5 Grad. Modelle, die jetzt nochmal einen sehr viel stärkeren Effekt, verstärkenden Effekt anzeigen, dass die durch die Daten zumindest nicht gestützt werden. Also es ist ein bisschen offene Frage, wie groß jetzt diese Unsicherheit letztendlich ist, aber nach unten ist es relativ klar, dass es wird nicht bei Null sein, also es wird nicht, also da sind wir sicher, wie weit am Ende der Effekt, das Risiko sogar nach oben geht, ist ein bisschen tatsächlich im Moment auch noch Gegenstand der Forschung, weil eben diese Rückkopplungsmechanismen nicht hundertprozentig verstanden sind. War vielleicht ein bisschen kompliziert jetzt, aber. Was halten Sie davon? Hier oben. Hallo? Da. Nein. Hallo. Was halten Sie davon, Kernenergie zu nutzen, um die Klimaziele zu erreichen? Bill Gates zum Beispiel investiert da ja auch rein, um diese Technologie zu verbessern und sicherer zu machen. Das würde mich gerne interessieren. Sollen wir das sagen? Komplexes Thema. Also reden wir da auch über Kosten, weil es gesellschaftliche Kosten, also es gibt Kosten der Kerntechnologie, wenn wir über die Lagerung denken und das Risiko, was die Gesellschaft trägt. Das sehen wir aber nicht im Strompreis, also bei den Herstellungskosten von Atomstrom. Natürlich ist das eine Technologie, die sehr klimaarm ist, also eine der klimaärmsten. Natürlich nicht so wie die Erneuerbaren. Aber es ist eine gesellschaftliche Frage, ob man diese Risiken tragen möchte. Und ich habe eine persönliche Meinung und ich glaube, in Deutschland gibt es auch eine gesellschaftliche Meinung dazu. Und ich glaube, das muss halt politisch entschieden werden. Und man muss sich aber bewusst sein, dass Kosten entstehen, die die Gemeinschaft zu tragen hat. Aber ich sag mal, ich mache eine noch generelle Aussage. Ich denke, es ist schon richtig, bei dieser ganzen Klimaproblematik alle Optionen
wirklich zu überdenken. Also und auch keine ideologischen Scheuklappen zu haben. Und die Risiken der Kernenergie gibt es natürlich. Es gibt aber auch Berechnungen, dass letztendlich über die Jahre gemittelt weniger Menschen durch Kernenergie umkommen als durch andere Energieformen. Aber ich glaube, wir sind hier eben genau diese gesellschaftliche Verhandlung. Wie sehr möchte man einerseits ein sehr großes Risiko, ein sehr großes potenzielles Risiko eingehen? Und was macht man mit der Endlagerung, was dann auch wieder ein langfristiges Risiko mit sich bringt? Ja, das ist wie gesagt eine politische Entscheidung. Ne? Ich finde es ja gut, dass Sie sagen, das Problem sei erkannt auf politischer Ebene. Allerdings ist die Frage, ob es soweit erkannt ist, dass wirklich die Notwendigkeit der Handlungsfähigkeit gesehen wird und ob die Entscheidungsträger überhaupt in der Lage sind, das entsprechend zu machen. Der Bundesrechnungshof wirft der Bundesregierung vor, dass sie die Energiewende weder koordiniere noch einen Überblick habe, das koordinieren zu können, geschweige denn finanziell irgendeinen Plan davon habe von den Kosten oder Planung für die Kosten. Und das ist eigentlich ziemlich bedenklich und ich finde, dass wir auch mit vielerlei anderen Problemen, die wir haben, die sehr viel überschaubarer sind und im kleineren Rahmen, zum Beispiel Bildungswesen, wie viele Lehrer brauchen wir? Ich meine, Kinder sind 7 Jahre, bevor sie in die Schule kommen, geboren. Das kriegen wir auch nicht irgendwie ausgezählt. Also woher nehmen Sie eine Hoffnung, dass wir die Probleme in den Griff bekommen können? Und glauben Sie, dass der Appell, immer zu sagen, jeder Einzelne von uns muss etwas tun, dass der ausreicht, dass wir kompetent genug sind und dass das zu einer ausreichend konzertierten Aktion weltweit kommt? Ja, ich glaube, dazu kannst du auch definitiv auch noch was sagen, aber ich würde es definitiv auch so sehen, der Appell an jeden Einzelnen ist eben nicht das, was ausreicht, aber auf der anderen Seite würde ich schon sagen, also wir leben in einer Demokratie und damit machen die politischen Entscheidungsträger, die machen halt auch das schon, was das Volk will. Also wir hatten gerade das Beispiel, nicht immer, aber das Problem ist, wenn sie Stimmenverluste haben. Wir haben das gesehen unter Stichwort Kernkraft. Warum ist Angela Merkel aus der Kernkraft ausgestiegen? Nicht, weil sie das gedacht hat, weil sie es schon immer wollte, sondern weil in Baden-Württemberg die Grünen den Ministerpräsidenten gestellt haben, aufgrund der Stimmung, dass wir hier aus der Kernkraft aussteigen müssen. Und damit ging das dann plötzlich ganz schnell. Und deswegen, das ist auch mein Appell, beziehungsweise an, warum ich denke, dass auch diese Friday for Future-Bewegung so wichtig ist, weil das ist jetzt die Chance und wir haben jetzt ja auch einen Stimmungswandel in der Gesellschaft und das ist letztendlich schon Demokratie. Ich meine, es war vielleicht etwas verkürzt gesagt, die Politik macht das, was die Leute wollen, aber wenn die Politiker merken, dass sie nicht gewählt werden, weil die Leute die langfristige Perspektive sehen, dass wir Nachhaltigkeit brauchen bis 2050, 2100, wenn die Leute das wollen und deswegen entsprechende Forderungen auch haben, dann denke ich, wird sich dieser Wille dann auch durchsetzen. Und ich denke, wir kommen jetzt bestimmt noch auf ökonomische Steuerungsinstrumente, oder? Ja, ich gebe Ihnen da recht, dass es halt nicht konsistent ist und dass die Energiewende oder die Energiepolitik, wie sie implementiert ist, aufgrund von verschiedenen Ursachen nicht effizient ist. Das heißt, wir haben es gibt ein Emissionshandelssystem in Europa. Dann gibt es gleichzeitig auf deutscher Ebene das Erneuerbare-Energien-Gesetz und die wirken nicht zusammen, sozusagen. Das ist nicht konsistent. Dann gibt es gleichzeitig die Förderung von Biokraftstoffen auf europäischer Ebene und es gibt sehr viel Stückwerk und es ist nicht koordiniert und deswegen verursacht das sehr hohe Kosten. Und dann müsste man eigentlich mal das Ganze komplett reformieren und mit einem Instrument bearbeiten, statt mit mehreren Instrumenten. Das heißt, man könnte es günstiger machen. Vielleicht zur Politik. Man muss ja schon daran denken, also klar, die reagieren auf Wählerstimmen. Das heißt, wir haben da auch mit unserer Wahl Macht sozusagen. Ich glaube aber auch, dass die Politik nicht immer nur nach der aktuellen Lage, wie es gerade so kurz ist, tanzen sollte. Ich meine, das ist ja die Gefahr dann von direkter Demokratie, dass es mal jemanden gibt, der macht eine Meinung.
vielleicht nicht ganz basierend auf Fakten und dann dreht sich das ständig hin und her. Das heißt, eine gewisse übergeordnete Konsistenz von dem, wo man hin will, glaube ich, sollte es auch geben. Meine Frage wäre jetzt zum Thema hier oben, zum Thema Emissionsreduktion. Also ich habe gehört, dass eine reine Emissionsreduktion tatsächlich nicht ausreichen würde, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen, sondern tatsächlich aktiv Treibhausgase aus der Atmosphäre entfernt werden müssten, wenn wir das CO2, das 2-Grad-Ziel erreichen wollen. Wie ist Ihre Einschätzung da? Also fürs 2-Grad-Ziel hängt ein bisschen davon ab, also wie wir jetzt weitermachen. Meiner Einschätzung nach ist es so, wenn wir sehr schnell handeln, können wir beim 2-Grad-Ziel noch sozusagen ohne diese negativen Emissionen arbeiten. Wenn wir zu lange warten, dann gibt es die sogenannten Overshoot, also dass man überschießt und dann wieder entziehen muss, diese Szenarien. Und das ist so beim 1,5-Grad-Ziel, glaube ich, ist es so, dass man da dann eben schon auch mit Technologien in den meisten Szenarien zumindest rechnen muss, dass man auch Kohlendioxid wieder entzieht. Und übrigens spielt dort dann auch noch ein Punkt eine wichtige Rolle, wo tatsächlich auch jeder Einzelne und auch Organisatoren von Konferenzen eine Rolle spielen können. Das ist der Fleischkonsum. Das macht allein mit dem Unterschied, wie man sich ernährt, ob man sich mit sehr viel Fleisch ernährt oder eher eine vegetarische Kost hat, kann man zwischen dem 2- und dem 1,5-Grad-Ziel sozusagen wandern. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst. Das ist das, was ich dazu gehört habe. Du bist ja Agrarökonomin, aber das ist das, was ich mehrfach schon gelesen habe. Vielleicht Ergänzung. Ich bin mal ein großer Fan davon, von tierbasierten Produkten zu reden, weil es nicht nur das Fleisch ist, sondern auch die prozessierten Milchprodukte, die sehr viel Methan in der Herstellung verursachen. Also nicht nur Fleisch, sondern auch andere Sachen. Und genau, mein Wissen ist auch, dass bei dem 1-Grad-Ziel in den Modellen, die da gerecht genommen werden, mit drinsteckt, dass man eine negative Emission hat. Häufig ist das haben wir vorhin gesehen, Bioenergy, Carbon Capture and Storage. Das heißt, man produziert mit schnell wachsenden Baumarten Bioenergie und filtert gleichzeitig sammelt man das CO2, das entsteht. Was da natürlich der Nachteil ist, ist, dass man eventuell auch Zielkonflikte mit anderen Landnutzungsarten hat, weil wir müssten massive Flächen an Wald aufforsten. Und da, ja, bei einer wachsenden Weltbevölkerung braucht man natürlich auch mehr Fläche oder intensiver genutzte Fläche, um die Menschen satt zu machen. Das heißt, da gibt es auch Zielkonflikte. Plus, dass der Wasserkreislauf beeinflusst wird. Ich möchte anschließen an das, was die Dame vorhin gesagt hat, zu den Politikern und deren Glaubwürdigkeit. Sie haben sich vorhin so geäußert, dass Sie sagten, die Politiker haben es erkannt und die haben ja nun angefangen und tun etwas. Stehen Sie, oder habe ich Sie da vielleicht falsch verstanden, im Anbetracht von Politikern, die behaupten, dass Tempolimit überhaupt keine Schadstoffreduzierung zu einer Schadstoffreduzierung führt, die Einspeisevergütung von Solarkollektoren quasi abgeschafft haben. Welcher Häuslerbauer kauft sich noch Solarkollektoren, wenn er dafür nichts kriegt und alles selber zahlt, die Windkraft quasi tot gemacht haben und vieles andere mehr. Ich glaube, das Vertrauen der Politiker in Freiwilligkeit, eben waren wir beim Thema Landwirtschaft, wenn uns dann gesagt wird, esst doch weniger Vergleich, tönt uns entgegen von den Landwirtschaftsministern in Niedersachsen und im Bund. Ach, und wenn das Fleisch dann teurer wird, dann sollen die Armen, die Hartz-IV-Empfänger, kein Stückchen Fleisch mehr haben. Oder sie können dann ja gar nicht mehr nach Mallorca in Urlaub fliegen. Das sind Worte, nicht zitiert, aber inhaltlich, von führenden Landes- und Bundespolitikern. Und denen kann ich nicht vertrauen. Ja. Ja, also da bin ich vielleicht tatsächlich ein bisschen missverstanden worden. Also meine Aussage ist letztendlich, und ich hatte ja gesagt, dass ich einen ähnlichen Vortrag für die Friday for Future gehalten habe, nehmt sie beim Wort. Das ist das, was ich sage. Es steht alles in den Dokumenten. Es sind nicht irgendwelche Manifeste von irgendwelchen abstrusen Personen, sondern das ist
Highest-Level-Dokumente. Dort steht es drin, schwarz auf weiß, da steht drin, was gemacht werden muss. Und deswegen habe ich nur gesagt, die Friday for Future sind ja auch angegriffen worden. Ah, das sind unrealistische Ziele und was weiß ich nicht alles. Auch von entsprechenden Politikern, die Sie wahrscheinlich auch meinen. Und deswegen habe ich gesagt, nein, das sind alles eure Unterstützer. Auf höchster Ebene. Die ganzen Dokumente, die zeigen genau in die gleiche Richtung und nehmt sie beim Wort. Das war letztendlich meine Aussage hier. Und über die Vertrauenswürdigkeit von Politikern, ich glaube, das füllt mehr als den Arm. Da muss man wahrscheinlich auch gut differenzieren und so weiter, wie bei allen Menschen, denke ich. Aber so war das gemeint. So war das gemeint, dass das Wissen eben existiert und leider, ja, es mangelt eben in erster Linie an der Umsetzung. Ja, funktioniert. Ich habe eine Frage. Das deutsche Forschung hier oben. Das deutsche Forschungsschiff Polarstern ist ja gerade am Nordpol unterwegs. Und aus den Medien habe ich entnommen, dass dieses Projekt auch dazu dienen soll, genauere Daten für die Vorhersage des Klimawandels zu erfassen. Ich gehe davon aus, dass das so richtig ist. Können Sie sagen, wenn das so richtig ist, um was es sich für Daten handelt, wo da noch eine Datenlücke offenbar besteht? Erstens, und gibt es eine Einschätzung oder Vorstellung, wie viel genauer dann der weitere Verlauf des Klimawandels vorhergesagt werden kann? Muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass ich da dass ich da speziell passen muss. Ich weiß jetzt nicht genau, was diese Mission jetzt genau für Ziele hat, aber ich kann mir vorstellen, dass es dabei um die Seeeisbedeckung geht, weil das ist ein wichtiger Faktor auch im Klimawandel oder beziehungsweise bezüglich dieser Rückkopplung. Ich hatte mich mehr auf den Kohlenstoffkreislauf hier beschränkt, aber durch das Seeeis und die Veränderung des Seeeises gibt es letztendlich auch sehr wichtige Rückkopplungen im Energiekreislauf. Ganz einfach, wenn wir Eisbedeckung haben, dann ist die Oberfläche weiß. Das heißt, viel Strahlung wird zurück in das Weltall zurückgeworfen. Wenn das Eis weg ist, haben wir den dunklen Ozean und die Strahlung wird absorbiert und in Wärme umgewandelt. Und das muss man also besser verstehen, wie sich die Seeeis-Dynamik sozusagen verändert. Wir haben ja teilweise schon sehr starkes Abschmelzen gehabt. Ich weiß jetzt auch nicht, September ist ja immer so das Minimum meistens. Ich weiß jetzt nicht, wie es dieses Jahr genau war. Aber das ist vermutlich der Hintergrund von dieser Mission. Ja, meine Frage, die bezieht sich nun auf was schon ziemlich lange her ist. Aber ich hatte so das Gefühl, dass Sie so argumentieren, naja, ob man besser Gas nimmt oder Uran oder sonst was. Bedeutet es nicht, dass wir meinetwegen wegen Peak Oil oder Ähnlichem sowieso begrenzte Rohstoffe haben, dass Uran begrenzt ist, dass Gas begrenzt ist, dass Kohle begrenzt ist. Kohle hält noch ziemlich lange, die Braunkohle, aber es sind alle fossilen und Uran sind begrenzt und ist es nicht nur wegen des Klimas, also einerseits wegen des Klimas, aber andersrum auch wegen der begrenzten Rohstoffe sinnvoll, möglichst schnell und ohne große Umbrüche, aber Schritt für Schritt voranzugehen und sich in eine andere Richtung zu bewegen, anstatt dass dann in allen möglichen Ländern auf der Welt da noch groß eingestiegen wird in diese Techniken. Ja, leider hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass sich dieses Peak Oil und das Peak Gas nicht bewahrheitet hat, weil man immer wieder neue Methoden erfunden hat, also Stichwort Fracking. Das heißt, sich darauf zu verlassen, dass irgendwann dadurch, dass weniger da ist und das Gut knapper wird, Preise steigen und weniger nachgefragt wird, darauf sollte man sich nicht verlassen. Und ich glaube, bis wir zu dem Punkt sind, wo es nicht mehr genug gibt, ist unsere Temperatur schon ganz schön viel angestiegen. Also ich glaube, darauf sollte man sich nicht verlassen. Ja, genau, klar. Aber man sollte es nicht machen, wenn man weiß, es endet. Man sollte es machen, wenn man weiß, dass die Nutzung CO2-Emissionen verursacht. Ja, ich denke auch. Das ist absolut richtig. Hätte ich auch genauso geantwortet. Also das Problem lässt sich leider nicht aus den Ressourcen lösen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das Kohlendioxidproblem lösen würden, indem wir ganz effizient Kohlendioxid aus der Atmosphäre ziehen könnten, irgendwie irgendwas Magisches würde gehen mit Geoengineering,
dann hätten wir genau dieses Problem, dass natürlich auch diese, auch, und Uran natürlich auch eben nicht erneuerbar ist. Deswegen denke ich, in Kreisläufen zu denken und in erneuerbaren Energien zu denken, ist in dem Zusammenhang schon auch wichtig, auch auf einer Angebotsseite. Ne? Oder? Auf Dauer zumindest. Ich habe eine Frage zur CO2-Bepreisung. Da wir letztendlich ein immer stärker sinkendes CO2-Budget haben und damit auch die Zeit immer knapper wird, ist ja oder stellt sich zumindest bei mir die Frage, ob überhaupt der Zertifikatehandel, den wir in Europa haben, ausreichend ist und ob der sich schnell genug auf die Welt übertragen lässt. Und daher meine relativ ökonomische Frage hier: Wie schätzen Sie das ein, dass Deutschland einen CO2-Preis einführt, der vielleicht jetzt nicht bei 180 Euro ist, wie Fridays for Future das fordert, aber so hoch ist, dass er eine gewisse Lenkungswirkung hat und dann Deutschland als viertgrößte Weltwirtschaft eine Art Führungsrolle einnehmen könnte und dass der CO2-Preis dann schrittweise runtersickert auf Europa, auf die OECD-Länder und dann am Ende auf alle Länder in der Welt? Wie schätzen Sie da die Möglichkeit und auch irgendwie die Chance ein? Also die Möglichkeit schätze ich schon, aber es zeigt sich ja bei einem veranschlagten Preis von 10 Euro pro Tonne, dass wir da deutlich unter dem Preis liegen, den es gerade auf der EU-Ebene gibt. Also auf EU-Ebene ist der Preis gerade bei 25 bis 30 Euro. Die Bundesregierung schlägt 10 Euro vor. Das heißt, wir unterperformen sozusagen in Deutschland. Sprich, der muss deutlich höher sein und der muss auch deutlich schneller ansteigen. Zumal die Pendlerpauschale, also der zusätzliche Steuerabsetzungsvorteil durch die Erhöhung der Pendlerpauschale die nächsten 5 Jahre erstmal dazu führt, dass Pendler mehr am Ende im Geldbeutel haben würden. Also das hat sich Deutschland leider nicht als Vorbild hervorgetan. Und das ist zu einem was es eigentlich bräuchte, ist, dass es einen globalen eine globale Bepreisung gibt. Und vielleicht kann es so sein, dass einige Länder sich zusammentun und da vorangehen, also zumindest die wichtigsten Emittenten, und das hätte dann auch eine Wirkung. Ich bin etwas skeptisch, dass das passiert, ehrlich gesagt. Also es gibt einige Emissionshandelssysteme. Also man überlegt, ob man den europäischen mit einem chinesischen, der entwickelt wird, koppelt. Es gab auch mal einen in Australien, so eine Bepreisung. Da gibt es was, aber ich glaube, es braucht viel mehr Druck von der Bevölkerung, dass sowas umgesetzt wird. Das wird der Bundesrat dann schon verstehen. Die Höhe des Preises. Der Druck der Bevölkerung, ein gutes Stichwort auch als Schlusswort, was wir eingangs schon gesagt haben. Es kommt auf jeden von uns an, auf alle. Ich würde ja sagen, persönlich unterstützen Sie auch die Fridays for Future Demonstrierenden, unsere Kinder, unsere Enkel. Und vielleicht nimmt jeder für sich mit nach Hause, wo kann ich irgendwie was machen. So, ich sage ja auch immer, ein fleischfreier Tag wird keinen umbringen. Aber das muss jeder für sich irgendwie überlegen, wo er irgendwie ansetzen möchte. Wichtig ist, dass wir in Bewegung kommen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier so zugehört haben, so mitgemacht haben für die Fragen. Auch Ihnen ganz besonderen Dank, die das hier tapfer durchgestanden haben. Und natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön Ihnen beiden, Frau Delzert und Herr Reichstein. Es war ein spannender, interessanter, erkenntnisreicher Abend. Alle, die sich vielleicht in großer Runde nicht getraut haben, können jetzt bei einem Glas Wein noch mit den beiden, denke ich, ins Gespräch kommen. Sie sind noch einen Moment hier oder kommen Sie miteinander ins Gespräch und haben Sie noch einen anregenden Abend. Vielen Dank.